euch, willkommen zurück zu meiner Folge Kingdom Hearts Chain of Memories mit Samtkibbekatze, meine Wenigkeit. So. So, zack, zack. Inarico Story. So, mal gucken, was uns begegnet. Der Boss! Alter! Alter! Okay. Das ist so dumm. Das bringt mir aber jetzt herzlich wenig. Alter, bist du so blöd zu springen oder was, Nico? Oh, Alter, ich raste. Ganz locker, ganz locker, ganz locker. Oh, ist das dein fucking Ernst, Alter? Bro, ich bitte dich. Danke. Mann, war das lame, Alter. Einen krassen Level gekriegt. Nice. Ich weiß gar nicht. Oh, das müsste reichen. Okay, ich muss rüber und hoch, okay. Ach doch, der kann sich doch festhalten. Okay. Ich hab die ganze Zeit gedacht, da kann ich schnell festhalten. Noch kurz kratzen. So, was haben wir denn hier? Hehehehe. Schwachmat. Ach ja. Jetzt ist das mir schon wieder zu einfach ein bisschen. Ich bräuchte mehr Erfahrungspunkte, das wäre geil. Das würde ich tot feiern. Yay. Oh, du Sack. Komm her. Keine Herausforderung. Nicht.
alle krass penetriert hier. Alter, was für ein Rücksprung. Bam. Hä? Hätte ich ihn gar nicht machen müssen? Oder? Ich hab keine Ahnung. Scheiß drauf. Ich habe die Aura von Rico erkannt. Ich habe die Aura erkannt. Es ist Rico. Rico? Aber Rico ist nicht mehr. Er und der König verschwanden, als die Tür zu Finsternis durch... Als sie die Tür zur Finsternis durchschritten. Fuck, Alter. Wie konnte er entkommen? Rico war mal eins mit der Finsternis. Vielleicht hat ihn das Halbdunkel wieder verlassen. Also... Oh, komm klar, dein Leben. Rico war mal eins mit der Finsternis. Vielleicht hat ihn das Halbdunkel werden lassen. Und deshalb hast du ihn mit unseren Vorgesetzten verwechselt. Faszinierend. Aber die Macht, die Rico verliehen wurde, vereinfachte ihm die Flucht aus dem Reich der Finsternis. Ihr mit seiner Verbindung zum Schlüsselschwert sowie das, sowie den Mächten der Finsternis. Wir müssen weiter nachforschen. Ich möchte wissen, warum Rico hier im Schloss des Entfallens aufgetaucht ist. Ha, ganz einfach, seine Existenz geht mit der mit eines anderen Helden da einher. Sora kam und Rico folgte ihm. Sora ist im Schloss. Ja, und seine Gefährten sind vorhin angekommen. Inzwischen benutzt Maluxia bereits Namini, um mit Soras Herzen zu spielen. Interessant, das wusste ich nicht. Ich glaube nicht, dass Maluxia vorhat, Sora auszuliefern. Aber er soll sein Spielchen spielen. Wenn er sich Sora schnappt, brauchen wir uns nur Rico zu schnappen. Wenn er wirklich so ist wie unser Vorgesetzter, sind wir unantastbar. Ich mach mal Akrapa. Oh nein, es kommen die Großen. Oh, ich hab gar keinen Kopf. Wisst ihr, dass ich eigentlich auf euch überhaupt keine Lust hab? Bam! Ja, die ersten Manöver hier mit Rico, die ersten Manöver. Ich hab gleich mal gezeigt hier, was er drauf hat. So, der ist weg. Oh, cool, ich hab sogar so ein Item.
Wo ich mir die ganzen Karten wieder ranholen kann, okay. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Okay, ich muss dagegen hauen. Ich wollte gerade... Oh nein! Okay, ich bin verwandelt, Bitch. Bam! Ins Gesicht! Jetzt hier, bam! Krasser T. So, das ist schon mal gar nicht schlecht, was ich hier fabriziere. So, zack. Zack, haben wir die platt gemacht. Na komm. So, hier, zack. Okay, Mickey Mouse ist nicht so hilfreich. Schade eigentlich. Schade. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich gegen Schafar kämpfen muss. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Sicher bin ich mir gerade nicht. Zack. Bam. Boah, das wird so assi. Ja, genau so zu machen ist, wie ich mit Sora den machen musste. Oh, ich hab gar keinen Bock drauf. Das ist echt belastend. Komm, wir nehmen den hier. La 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 la. Scheiße. Hier, friss. Ich will die Punkte haben, verdammt. Okay, Bitches. Jetzt gibt's das Maul. Alter, wie der durchsenzt. Geiler Boy. Hier kriegst du noch einen Heber. Bam. Wirst du bestiegen, Alter. Wirst du bestiegen. Krass. Jetzt schon. Ja, schön nah zu kommen. Ja, komm schön nah. Ja, immer schön nah hier. Immer schön nah zu mir kommen. Geil.
Hier, friss. Ah, stimmt, wenn ich Miki nehme, tut er automatisch mein Deck nachstocken. Oh, ich bin so blöd. Stimmt, ja. Sack. Stimmt. Warum mir das mit Laien gefallen ist. Ey, Alter. Scheint so, als würde ein Nussergeklemmt unten jetzt kommen. Okay, ich hab mich gehört. Stimmt gerade nicht so gut an. Ich geb's zu. Okay, ist auch sehr schön. Sehr schön. Sehr schön durchgeführt. Oh, ich hab zu früh gedrückt. Ja, ich hab viele getroffen. Na komm her, ja. Nein. Hier, friss. Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sehr schön. Der ist tot. Der stirbt doch jetzt. Die halten ganz schön... Die halten ganz schön viel aus, ey. Das muss ich jetzt mal neidlos zugestehen. Die halten ganz schön... Sehr schön. Oh nein. Nein. Alter, tu mir das noch nicht an. Gut, dann hab ich gekippt. Oh, Arschloch. Nein, also, lass mich doch hier raus. Lass mich hier raus. Hier, friss. Hier, friss. Na los. Ah, schon wieder was gelernt. Dass wenn man Wiki einsetzt, komplett aus Stab oder komplett heil ist. Okay, ich muss hier unten lang. Komm, die machen wir jetzt noch. Die machen wir jetzt noch. Die ganzen Teile durften ja gar nicht so... Die ganzen Teile durften jetzt gar nicht so schwer sein.
Oh, der Grüne! Boah, du Kleiner, erwischt. So, jetzt bist du dran. Hab schon wieder... Oh, scheiße, hab schnell anvisiert. Jetzt aber. Du kannst ruhig springen, Riku. Du kannst ruhig springen. Tot. Oh cool, wir kriegen gleich ein neues Level. Dann komm her. Und da ist mein Level. Na komm her. Ist es eigentlich nicht schlau, wenn man eine Dreifachkarte, also drei Lachen quasi hat und dann einfach... die mit der Dreifachkarte auskontert, weil das da viel mehr zieht. Also man kriegt Lobeta quasi immer 9, oder? Wenn ich das jetzt richtig mal beobachtet habe. Oh nein, am Arsch, Alter. Nein. Oh, hau da ab. Ja, kriegst du. Dann mag ich in deinen fetten Bauch hier. Alter, aber das ist... ist der Typ voll in mich reingeflogen. Sehr schön. Nein, das war nicht so sehr schön. So, dann haben wir den Kross... Oh, lalalalalala. So, nochmal. So. Und ja, ihr seht richtig, ich verliere nur Dingsbums-Punkte, wenn ich getroffen wäre. Gut. Oh Gott, Strecken. So, ich würde sagen, in den nächsten Part gehen wir dann durch diese Tür. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Denn das war King Nord, Chain of Memories. Mit seinem kennen wir gerade zu meiner Wenigkeit. Und Rico Story. Natürlich nur vergessen, dass es Rico, nicht Sora. Und ja, ich würde sagen, haut rein, Leute.